Jo, dann haben wir noch was entdeckt, was so keiner so wirklich auf dem Schirm hatte und auch der Tom so im Vorfeld gar nicht genau wusste, ob es denn jetzt hier sein wird. Ja, genau. Und zwar hat endlich sich jemand drum gekümmert und das Gitter-Cabinet beleuchtet. Danke, tolle Neuigkeit. Ja. Habe ich was vergessen? Nee, sehr gerne. Haben wir sehr gerne gemacht, weil diese beleuchteten Caps sind wirklich schwer zu bekommen. Okay. Und wir wollten dem Markt dann endlich mal was bieten. Wobei wir auch schon sehr oft darauf angesprochen worden sind, ob man dieses Licht die farblich ändern kann. Ja. Im Moment haben wir es halt in der weißen Version. Okay. Es wird erstmal so ausgeliefert. Und dann kriege ich vielleicht irgendwann eine Upgrade-Lizenz, oder? Genau. Vielleicht kann man es irgendwann mal über eine App steuern. Da sind wir halt noch so ein bisschen am Überlegen, wie das am einfachsten ist dann. Okay. Ja. Was mich so ein bisschen ist, dieses Stromkabel hinten dran nur für das Licht in dem Ding? Warum habt ihr das nicht mit Batterie gelöst? Ja, wenn wir jetzt dann mal zu den Tatsachen kommen. Eigentlich haben wir hier ein aktives Cap. Ja, der Prototyp ist relativ spät fertig geworden, deshalb haben wir es jetzt schon hier. Wir haben ja eigentlich mit dem IATX schon sowas in der Art. Was uns aber aufgefallen ist, dass der vom Bedienfeld einfach zu aufwendig war für viele User. Und jetzt haben wir gesagt, okay, da machen wir jetzt ein reines Gitarrencap mit einem 12er-Speaker drin, natürlich ein 1-Zoll-Horn, um einfach zu gewährleisten, dass du eine Art Full-Range-Box hast. Das Ganze dann aktiv mit 400 Watt, 200 Watt RMS. Nur ein Input können wir gleich auf der Rückseite mal zeigen und ein DI-Out, das war's. Okay. Super tolles Ding, auch wenn ihr dann irgendwann mal den Preis hört. Vielleicht gehen wir mit der Kamera mal auf die Rückseite. On the back, please. So, das haben wir natürlich gemacht für alle User, die mit Pedalboard spielen, Headrush, Helix und Camper und wie die Teile alle heißen. Es ist eine absolut, oder soll einfach ein Cap sein, was genau das wiedergibt, was ihr in euren Pedalen, in euren Racks programmiert habt, egal ob es ein bestimmter Speaker ist, eine bestimmte Box. Das Teil soll einfach ganz linear das wiedergeben, was ihr eben da einspeist. Und auch wenn es nicht zur Package dazugehört, aber auch der qualifiziert sich natürlich, um da reinzugehen, ne? Absolut, absolut. Der IAT Pulse ist nach wie vor eben nicht nur das einzige röhrenbetriebene Interface auf dem Markt, sondern ist auch wirklich als kleines Tool nutzbar, um Gigs zu spielen und so weiter oder um Vorführungen zu machen. Da haben wir schon den einen oder anderen, ich glaube, um Gitter Summit, der damit eine komplette Show gespielt hat. Von hier aus ganz liebe Grüße nach Laber. Was für ein toller Typ. Ich glaube, der heißt irgendwie, wie heißt der? Schott heißt der. Schott? Ja. Und mit Vornamen? Oder Frank Doll Schott. Frank Schott Doll. Ja, irgend sowas in die Richtung. Der Dolle Schott. Ja.